It was all a lie. Macross sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Macross was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Macross thinks the war is over, but our fight has just begun. Und somit willkommen zu Godfall, Freunde. Es ist endlich da, wir können es endlich zocken. Was freue ich mich doch darauf. This won't be easy. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Orin can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. Ja, es kann losgehen in diesem wunderschönen Garten. Geile Grafik, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier können wir auch gleich alles zerstören. Das sollten wir auch machen. Immer schön alles einsammeln. Hier mit der Kiste können wir noch nichts machen. Finde den Eingang des Sonnenschmiedentempels. Machen wir das doch mal. So, alles einsammeln, was man einsammeln kann. Ja, schon eine geile Grafik irgendwie. Also es ist schon ein bisschen was anderes, muss ich sagen. So, Phasenknoten. Ziele auf den aktiven blauen Phasenknoten. Halte C, um dich in diese Richtung zu teleportieren. Okay, dann machen wir das doch mal. Ist klar, prima. Relativ leicht hier. Ja, die haben wir auf jeden Fall gut geschafft. Da kommen da noch mehr von. Naja, reicht. Laufen wir mal weiter.
Macht ja keinen Sinn, da stehen zu bleiben. Und immer wenn einer rauskommt, machen wir den platt. Schon sehr nice gemacht, muss ich sagen. Also, jetzt hauen jetzt hier erstmal alles. In der Hoffnung, ganz viel einsammeln zu können. Oh, hier haben wir noch was, was wir einsammeln können. Da irgendwas machen? Nein. Das funktioniert nicht. Ah, hier liegt auch noch was. Man muss da manchmal so ein bisschen leicht drauf zugehen, damit das dann klappt. Mit dem Aufheben. So einfach so stumpf dran vorbeilaufen, klappt nicht immer. Oh, guckt euch das an, ey. Das ist eine wunderschöne Grafik. Die Farben der Bäume, die finde ich ja, das feiere ich ja. Das sieht ja so ein bisschen herbstlich aus, finde ich. Gab es auch einiges zu looten. Ja, da sammeln wir alles schön ein. So, dann gehen wir mal nach oben. Sehr schön gemacht. Musik ganz gut. Ist jetzt nicht so mega schwer, muss ich sagen. Falls noch nicht. Ich betone noch nicht. Wer weiß, was da noch kommt. Schon geil. Echt richtig, richtig schick aus. So, wenn man jetzt hier dran vorbeiläuft, dann kriegt man es nicht. Okay, liegt wahrscheinlich daran, wir haben auch noch Energie, wir brauchen gar keine. Oh, hier die Glanzeffekte, ey. Wahnsinn. Richtig schick. Man kann die Gegner auch fixieren mit der linken Maus, mit der mittleren Maustaste. Das funktioniert sehr gut. Ah, prima. So will ich das sehen. Ein Krieger mit sehr viel Kraft. Sir, you're still injured. It doesn't matter. We have a job to do. Alter, jetzt zertrümmert aber echt alles. Ich möchte da noch nicht. Also wir haben... Energie haben wir noch genug. Die nächsten Gegner. No. Dann Überraschungsangriff. Okay. Frage, kommen wir da jetzt durch? Ja. Ah, Space, um gegnerische Attacken auszuweichen. Machen wir das doch mal. Das ist wie so eine Arena, aber da haben sich jetzt hier mehrere gebettelt. So, drücke R, um Gesundheit wiederherzustellen. Dann machen wir das doch mal. Dein Lebensstein verfügt über 3 Ladungen, die aufgefüllt werden, sobald du überschüssige grüne Gesundheitskugeln aufnimmst. Ah, das sind die Kugeln, die wir nicht einsammeln konnten, weil die Energie voll war. Sehr gut. Drücken wir mal R. Ja. Ich gucke mal, weil ich glaube, wir gehen mal ein Stück zurück. Die werden ja wohl hier nicht spawnen. Hier war doch noch eine Kugel, ne? Ach, die ist schon wieder weg. Naja. Okay, keine neuen Gegner gespawnt. Das ist gut. Das gefällt mir. Das war ein gutes Zeichen, dass man dann wieder zurückgehen kann. Das Goldene, das sieht so geil aus. Wahnsinn, guckt euch das hier mal an. Genießt mal den Ausblick, ey. Wer möchte nicht in so einer Arena hier kämpfen, ey? Das ist doch Wahnsinn.
Ah, hier haben wir noch was zum Einsammeln. Ja, die nehmen wir auch mit. She won't want to leave the temple. I know. Oh, ach, das scheint der Eingang da zu sein. Na, sonst wieder. Oh, noch nicht aufgepasst. Ich wollte den Gegner mit der mittleren Maustaste fixieren. Und dann mit F irgendwie das Schild schmeißen oder was das war. Ne, das Schild haben wir jetzt erst bekommen. Ja, das Gute ist ja die Lebenspunkte, die die ab und zu mal verlieren. Oh, den habe ich auch eingesammelt. Den habe ich auch eingesammelt. Ah, jetzt wollte ich aber trotzdem hier oben nochmal gucken. Alter, ist das eine geile Grafik, ey. Richtig schick. Drückt man C. Ich bin es gewohnt, eigentlich immer mit Space zu springen. Einen haben wir schon platt gemacht. Okay, sehr gut. Farben in dem Spiel, ey. Alter, hier liegen richtig fette Goldmützen rum. So, ey, diese Effekte, ne? Hier in Raytracing. Sehr geil. So, halte Q, um zu zielen. Drücke, um das Schild zu werfen. Okay. 5 Gegner schaden und zu wirft die zu Boden. Schildwurf hat einige. Abklingzeit. Okay. Was? Ich kann Q drücken. Und dann mit der Maustaste. Ah, alles klar, mit der rechten Maustaste. Okay, die beiden sind hier auch schon wieder vom anderen Kaliber. Übel, übel. Das sind sogar ja 4 gewesen. Ey, das ist ja unglaublich. Wie schnell das ist und die Grafik, ey, das ist... Ah! Es gibt so manche Spiele, die sind so genial. Da fragt man sich, warum hat sowas nicht schon vorher gegeben? So, Ziele auf den Phasenknoten. Halte C für den Phasensprung bereit. Okay. Ah, hier ist der nächste Phasensprung. Das mit dem Schildwerfen ist auch richtig geil. Eine geile Idee. Mir schon fast leid, dass ich hier alles so zerknüppeln muss. Aber hier ist auch noch was. Sehr gut. Ein Machtangriff kann weder pariert noch geblockt werden und wirft dich stets zu Boden, weiche ihm aus. Okay. Das wird jetzt eine harte Nummer, muss ich sagen. Also, das ist wahrscheinlich... Was ist denn?
oder? Ja, das ging sogar noch. Ich habe nämlich gedacht, das wäre jetzt hier so ein richtig fetter, mieser Endgegner. Oh, guckt euch das mal an. Wie lecker sieht das denn aus, ey? Wir stehen hier so mitten im Garten. Hier könnte ich mir auch einen Tischstuhl hinstellen und einen Kaffee trinken. Alter, ist das Hammer. Oh, das muss der Eingang sein, den wir gesucht haben. No man shall enter the temple of the seventh sanctum. Scheiße. Der wird sich wahrscheinlich nicht so leicht beschwingen, bekämpfen. Gott, was ist denn los? Kann ich mehr sprechen? Der lässt sich nicht so leicht bekämpfen, würde ich sagen. Ey, warum trifft der denn? Ich bin doch ausgewichen. Ah, das haben wir schon gedacht. So oft in so Spielen so, ne? Dass sie dann total einfach anfangen und dann geht's auf einmal richtig los. Okay, sind zwei Kugeln gefallen. Ich einsammeln kann. Okay, dann verpassen wir mal ordentlich welche. Das scheint sogar so zu funktionieren. Was, der rollt mich im Fett zertrümmern. Oh, jetzt brechen wir wohl beide ein. Oder er? Wir beide. Im Flug wird noch weiter gekämpft. Krass. Heftig geil aus mit dem Gold. Ein paar Kisten, die wir einsammeln können, so. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ah, sehr schön. Alter, diese Grafik, ey, das ist unglaublich. Hammer. Morphsteine sind unidentifizierte Beute und tauchen in fünf Seltenheitsstufen auf. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Okay.
Grazen Drohne heißen die, okay. Gleich mit meinem miesen Gegner, der da runtergefallen ist. Mir. Ist er denn noch da, oder? Ich glaube, dann hätte er wahrscheinlich schon angegriffen. Hier haben wir die nächste Truhe. Okay, muss man sich dran gewöhnen. Bei manchen Spielen ist es halt so, da drückst du einfach nur C. Bei anderen Spielen musst du halt dauerhaft C drücken. Energie scheint es ja auch mal reichlich zu geben. So, gucken wir mal, haben wir denn noch irgendeine andere Kiste? Nee, das ist nicht der Fall. Denn hier alles eingesammelt, ja. Hier können wir auch nicht rüber. Rüste da eine neue Waffe auf. Aus. Okay. Macht verbessert deinen Waffenschaden. Vitalität verbessert deinen Maximalgesundheitsschaden. Geist verbessert die Lebensstein, Erholung und deinen Fähigkeitsschaden. Zur Ausrüstung. Verstärkungen. Werte deine. Sind das Valor Kürasse auf, indem du Verstärkungen in ihre einzigartigen Verstärkungskonstellation einsetzt. Okay. Verstärkungen haben drei mögliche Affinitäten, Rot, Grün und Blau. Sie können nur in neutralen oder passenden Knoten ausgerüstet werden. Jede Verstärkung hat einen bestimmten Machtkostenbetrag. Deine Gesamtmachtkosten dürften nicht die Machtkapazität deines Valor Kürasses übersteigen. Okay. So, Verstärkung Macht brauchen 0 von 0. Ich habe aber auch nichts, was ich jetzt irgendwie groß verstärken kann. So, ich soll mal eine neue Waffe ausrüsten, aber ich habe doch gar keine neue Waffe. Lebensstein des Ritters, gewöhnlicher Lebensstein. Gucken wir mal. Doch, da gibt es eine Rüstkammer. Okay, was haben wir denn hier? Nadel, gewöhnliches Langschwert. Beben, Stufe 1. Stufe 1, 40. Alles klar. Ringe haben wir hier auch. Glücksbringer haben wir hier. Verstärkungen. Fertigkeiten können wir auch verbessern. Gib Fertigkeitspunkte zur Freischaltung neuer Kampffertigkeiten aus. Du kannst Fertigkeitspunkte später auch neu verteilen. So, einen Fertigkeitspunkt haben wir. Den erwerben wir mal. Okay, super. Oh, das nehmen wir doch gleich mal. Immer noch ein Amulett. Ah, erfordert Spieler Stufe 3. Warte mal. Können wir den Ring schon nehmen? Jo, den können wir schon nehmen. Ist hier noch eine bessere Alternative? Nee. Okay. Dringe tiefer in der Sonnenspiegel-Tempel vor. Okay, machen wir das doch mal.
Gehen wir erstmal nach oben. Alter, was? Was für eine fette Statue, ey. Unglaublich. I didn't come here for your encouragement, Sanctum. Okay, hier können wir nochmal ordentlich einsammeln, sehr schön. Perfekt. Nur ganz gut überrumpelt. Weil ich nochmal noch was liegen lassen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch weiterkommen, dass wir hier nichts übersehen. Kenn mich doch. Das könnte hier auch so eine Art Podest oder so sein. Weil wir können nicht springen, also wir können uns nur ein bisschen teleportieren. Wir können ausweichen mit Space. Aber springen geht momentan noch nicht. So, dann gehen wir mal nach oben weiter. Kein Überraschungsangriff, kann immer helfen. Er ist so richtig so ein Wahn gekloppt, kann man sagen. Ja, mal gleich schön die Energie aufladen. Finde ich auch geil, dass man das mit R macht. Das kenne ich eigentlich nur aus als Reload. Eigentlich ein Waffensystem oder so. Ja, was haben wir hier Schönes? Nichts weiter. The odds are greatly against you. And I am not just some tool at your disposal, Auron. We will discuss this when I get there. Na, hier können wir rüber. Die leisten jetzt nicht so großen Widerstand, aber muss immer vorsichtig sein. Das kann sich alles mal ganz schnell ändern. Überall Gold und Silber. So eine Kugel. Die sammelt da nicht ein. Ah, sehr schön. Ja, das mit dem Schildwerfen finde ich auch geil, weil das richtig schön den Gegner schon Energie abzieht. Okay, das hat uns vorhin bei diesem Zwischengegner, sag ich mal, ich will ihn noch nicht mehr Endgegner nennen, jetzt nicht so viel gebracht. Aber hier zum Beispiel... Schade, ich hätte mit F hätte ich das gleich dem Ganzen gleich ein Ende machen können.
Platt. Auch platt. Sehr schön. Ist egal aus, wie die sich hier so drehen, ne? So schwebend. Das sieht nicht so aus, als wenn wir hier das Tor öffnen können. Okay, wir können aber von hier aus nach da. Da. Ah, da lässt er mich nicht zurück. Okay, es kann sogar sein, dass wir von da kommen. Möchte ich gar nicht ausschließen. Dann gehen wir hier mal weiter. War ich aber auch schon drüben. Wo geht's denn hier lang? Ja. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir ein Problem. Hat uns ein bisschen Energie gekostet, würde ich sagen. Ah, die schützen sich hier gegenseitig. Glaub's ja nicht. Das hätte ich ja drauf knüppeln können, wie ich wollte. Das hätte ja gar nichts gebracht. Okay, müssen wir es nochmal anders machen. Sehr gut. Ja, wenn die keinen Schutz mehr haben, aber geil, dass sie sich gegenseitig geschützt haben. Aber wenn die keinen Schutz mehr haben, dann hat man da keine Probleme, die irgendwie niederzustrecken. So, super. Also es ist die Grünen, die ich einsammle, die Kleinkugeln, die sammle ich halt ein, wenn ich... meine, also die sammelt da nur ein, wenn meine Energie, sag ich mal, runter ist. So, wie jetzt, ne? Aber diese großen Kugeln zum Wiederaufladen mit R, die funktionieren wirklich nur, wenn ich dann auch, wenn ich sie eingesammelt habe, wenn ich R drücke. Weiß ich natürlich nicht, geht's hier weiter? Sieht so aus. Mit der Kugel sieht geil aus. Na. Sehr gut. Also wenn man den zu Boden wirft mit dem Schild, dann kann man auch richtig was machen. Verwende rechte Maustaste, um einen Teil der Gesundheit des Gegners in Seelenbrecheraufladung umzuwandeln. Verwende
Linke Maustaste, um Seelenbrecher Schaden zuzufügen, der den Seelenbrecher Aufladung des Gegners entspricht. Okay. Okay, mit der rechten Maustaste können wir die sozusagen schwächen. In die Seele rauben, die sie schützt. Mit der linken können wir dann zuschlagen. Okay, sehr gut. Stufe 3. Sehr geil. Das heißt, wir haben den einen Ring, den wir haben. Das ist ein Stein, glaube ich, ist das. Den können wir jetzt benutzen. Sehr gut. So, dann gehen wir gleich mal auf Ausrüstung. Und zwar... Hier war sogar noch mehr eingesammelt. 26, 40. Fertigkeiten, Ressourcen. Seelen erwerben, genau. Ja, das können wir nicht. Geh nochmal in die Rüstkammer. Lebenssteine. Ach so, ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, wie es funktioniert. Ich muss ja hier draufklicken. Genau, super. Dann habe ich das Amulett hier ausgetauscht. Kann er eigentlich noch einen zweiten nehmen? Nee, ne? Oder wozu ist diese zweite Leiste hier? Jetzt hier draufklicke, kann er zwei Ringe tragen? Er hat ja auch zwei Hände, ne? Müsste doch eigentlich auch funktionieren. Ah, geht. Okay. Amulette haben wir aber nur... Ja, dann geht er gleich raus. Das soll er nicht. Auch zwei Schwerter nehmen. Okay. 20, 40. Müssen wir mal gucken. Mal, ob wir da noch ein paar Lebenspunkte kriegen hier. So, wir sollen noch tiefer in den Sonnentempel eindringen. Da ist Lava. Dieser Kugel können wir nichts machen, die können wir nicht aktivieren. Können wir mal gucken, ob ein paar Tore funktionieren. Ist nicht der Fall, dann gehen wir mal geradeaus. Wir haben mal schon ein bisschen die ein vor die Jacke gehauen. Hier geht's weiter nach oben, sehr gut. Gibt es eigentlich die Möglichkeit zu speichern? Das wäre mal interessant. Weiter Einstellung, Charakter auswählen? Nee. Irgendwie anscheinend nicht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, das Game hier. Mann, was gibt's für geile Games in letzter Zeit. Okay, drücke Q, um zu parieren.
Okay, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, das wäre jetzt hier der Oberbösewicht. Aber Glück gehabt. Na, das habe ich schon fast gedacht. Ich dachte so, die stehen aber ein bisschen komisch da. Die sind natürlich sehr langsam, das war der Vorteil. Stell dir mal vor, du bist Archäologe in Ägypten oder so, fällst in so ein Loch und findest so einen Tempel. Wie geil das sein muss. Ich sag jetzt mal Ägypten, weil das realistischer klingt, als wenn ich irgendwas anderes nenne. Sag mal, du findest Atlantis oder so. Ist das abgefahren? Ist das geil? So, gleich mal für Ruhe sorgen. War gut, wenn die uns die Energie hinterlassen, ja? Oder die Energie droppen, ey, dann wissen wir gleich Bescheid. Es geht weiter, weil ohne Energie kannst du das vergessen. Ich würde sagen, wir gehen noch weiter nach oben. Oh, guckt euch das an. Oh, die beiden sehen aber übel aus, ey. Nur vor die würden sich jetzt bewegen. Dann hätten wir aber Spaß. What do you think will happen if Makros succeeds? He becomes a god, and the world as we know it will end. I fear. Geil ist, die sind ja für eine Zeit lang gelähmt hier. Wenn du die mit dem Schild bewirfst. Ah, wir haben es Sonnenblitzkugel überlebt. Lebe, bis der Countdown abgelaufen ist. Besiege so viele Gegner wie möglich, um bessere Belohnung zu erhalten. Okay, das machen wir jetzt noch. Mal ein bisschen ausweichen. Oh, das schmeckt. Na gut, wieder eine geile Kugel bekommen hier. Zum Energieaufladen. Hier liegt auch noch ordentlich was rum. Ist noch eine geile Kugel. Sehr schön. So, und jetzt geht's weiter. Habe ich noch irgendwas übersehen? Warte mal, wir
Nehmen die anderen hier auch nochmal auseinander. Die anderen Behältnisse. Vielleicht finde ich da auch nochmal Energie. Ja, stimmt. Haben wir sogar bekommen, Energie. Super, ich würde sagen, Sonnenscheintempel haben wir abgeschlossen. Dann würde ich mich an dieser Stelle erstmal verabschieden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Bitte, bitte. Liked das Video. Gebt mal ein paar Kommentare ab, ob euch das Video gefällt, das Game gefällt. Ja, okay, wie das Video euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne Kommentare da lassen. Ist auch kein Ding. Und dann zocken wir das auf jeden Fall weiter und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.